Ja, die Arbeit besteht aus 14, wir nennen es fotografische Reliefs, und aus drei Teilen. Polity, Society und Eternity. Der Polity und Society Teil sind eher politische und gesellschaftliche Themen. Der Eternity Teil eher Themen aus dem Privatleben oder wo es um den Einzelnen geht. Und die Themen sind dann alles von Führerkult bis hin zu Propaganda, bis hin zu Überwachungsstaat. Es geht auch um gleichgeschlechtliche Beziehungen, um die Stelle von körperlich behinderten Menschen in einer Gesellschaft. Ja? Also es werden solche Themen angeschlagen. Und in allen meinen Arbeiten geht es letzten Endes auch um politische Themen. Ich glaube, ein Unterschied aber ist, wenn wir an politische Kunst denken, ist es ja meistens Protestkunst. Also meistens ist es so, dass der Künstler sich über irgendein Thema aufregt und dann eben mit einem Kunstwerk seine Meinung kundtut. Ich finde, in den meisten Fällen finde ich das Resultat, plakativ und ziemlich simpel, ja. Also so, weißt du, so nach dem Motto, so Kapitalismus ist scheiße und was weiß ich, Trump ist scheiße, okay. Ich finde es aber nicht so interessant. Und ich finde auch eigentlich, dass die Meinung generell, weißt du, meine Meinung als Künstler, ich finde, es ist nur von begrenztem Interesse. Was mich viel mehr interessiert an politischer Kunst, ist den Betrachter zum Nachdenken zu bewegen. Mir ist es viel wichtiger, dass der Betrachter denkt, als was der Betrachter denkt. Wenn jemand sich meine Arbeiten anschaut, ist es mir relativ unwichtig, ob er mit mir übereinstimmt. Es ist mir viel wichtiger, dass er vielleicht irgendwie über das Thema auf eine Weise nachgedacht hat, auf die er oder sie eben davor nicht darüber nachgedacht hat. Also es ist politische Kunst, aber es ist politische Kunst, in der es eben nicht um den Künstler und seine Meinung und seine Gefühle geht, sondern es ist politische Kunst, die meiner Meinung nach vom Kern her demokratisch ist. Das heißt, vom Kern her kommt es darauf an, nicht andere zu beeinflussen, sondern es geht darum, dass ein mündiger Bürger andere mündige Bürger dazu motiviert, einen politischen Denkprozess zu haben. Also das ist für mich das Interessante, und in diesem Sinne ist es politische Kunst.